Hi und ein herzliches Willkommen heute zu einem ganz besonderen Video. Und zwar habe ich ein Päckchen bekommen. Und das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, ich bekomme ganz schön viele Päckchen, aber dieses Päckchen ist etwas ganz Besonderes. Und zwar kommt das aus dem Lego Steine und Teile Service. Und dieser Lego Steine und Teile Service, der ist bei vielen bekannt, aber ich glaube noch nicht bei allen. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, wie das Ganze eigentlich funktioniert, was es eigentlich ist und ob sich das natürlich auch für euch lohnt oder ob ihr lieber dann bei Bricklink eure Teile bestellt. Da gucken wir heute mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Fangen wir an. Zuallererst, was ist der Steine- und Teile-Service eigentlich? Der Steine- und Teile-Service ist quasi wie Bricklink auch nur von einem Händler. Also Lego bietet tatsächlich die Steine, die sie produzieren, auch zum Kauf direkt an. Das heißt, sie verpacken sie gar nicht erst in Sets, sondern sie werden halt dem Kunden, also uns, direkt angeboten als Kaufoption. Und dann kann man die eben direkt von Lego, direkt aus der Fabrik bestellen. Die sind also noch frischer als irgendwelche Steine auf Bricklink oder so. Und das finde ich persönlich immer noch ziemlich cool, weil es da eben auch Steine gibt, die auf Bricklink sonst relativ teuer wären. Erstmal der Punkt, wie kommt ihr da eigentlich hin? Oben in die Suchleiste einmal Service, also wie das englische Wort service.lego.com eingeben. Da landet ihr dann auf dieser Seite hier und da haben wir dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Und die Auswahlmöglichkeit, die ihr nehmen möchtet, ist Steine und Teile. Wenn ihr da einmal raufklickt, haben wir hier drei Auswahlmöglichkeiten. Das sind fehlende Steine, das heißt, wenn in eurem Set irgendwie mal ein Stein fehlt oder sogar kaputt ist, dann könnt ihr eben da auf diese verschiedenen Sachen raufklicken und könnt dann eben ja euren Replacement-Part anfragen. Was wir aber möchten, ist nämlich Ersatzsteine kaufen und dann hier einmal raufklicken und schon werden wir hier gefragt, aus welchem Land wir kommen. Wir kommen in dem Fall natürlich aus Deutschland, das geben wir hier auch einmal an und hier oben steht schon eine Meldung, die in dem Fall auch wirklich wichtig ist und das will ich euch nochmal ans Herz legen und zwar, das Päckchen hat glaube ich 2 oder 3 Wochen gebraucht, bis es hier war. Und das will ich hier an der Stelle schon mal sagen. Hier steht es oben nämlich ja auch, die Bestellungen dauern momentan ganz schön lange. Und das hatte ich noch bei einer anderen Bestellung, die hat auch so lange gedauert. Das heißt, das ist jetzt hier keine Ausnahme oder so, sondern es dauert wirklich ganz schön lange. Das heißt, wenn ihr wirklich dringend Steine braucht, würde ich wirklich auf Bricklink zurückgreifen. Da habt ihr dann nämlich die besten Optionen. So, jetzt sind wir natürlich hier beim Set-Nummer eingeben angekommen. Und jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, eine Set-Nummer einzugeben. Ich habe jetzt hier einfach zum Beispiel mal eine Anleitung mitgebracht. Sagen wir, ihr habt euch jetzt dieses Set gekauft, die Meditation Chamber von Star Wars, die 75296. Dann gebt ihr jetzt hier die 75296 ein, gegeben dem Fakt natürlich, ihr wollt aus diesen Steinen hier irgendetwas haben. Hier hinten haben wir ja eine Steineliste und dann sagt ihr, ich möchte gerne ein paar Steine aus dem Set haben. Dann könnt ihr jetzt die Setnummer eingeben, einmal auf Enter und schon findet ihr alle Steine, die eben momentan verfügbar sind für dieses Set. Es sind nicht alle Steine, das muss ich dazu sagen, es sind nicht alle Steine, die in dem Set enthalten sind, auch tatsächlich hier dann auf Steine und Teile anzufinden, aber die meisten. Meistens sind es eben die Minifigurenteile, die fehlen oder die Sticker oder so. Und ihr seht schon, die Auswahl ist absolut wunderbar. Und dann sagt ihr halt, ich möchte gerne dieses Teil haben, ich möchte gerne die schwarzen Beine von Vader haben oder eben dieses coole Glasteil, was dabei war oder so. Könnt ihr dann eben alles auswählen, packt ihr in den Warenkorb. Das kann ich ja mal eben kurz hier demonstrieren. Haben wir hier drüben einen kleinen Warenkorb. Da sind dann alle Sachen aufgelistet, die ihr jetzt eben in den Warenkorb packt. Und am Ende geht ihr dann auf Bestellung bestätigen und werdet dann auf den lego.com, auf die Website weitergeleitet. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit und deswegen gehen wir jetzt nochmal eben zurück. Wenn ihr hier oben nämlich nicht die Setnummer eingeben möchtet, weil ihr nicht alle Steine aus dem Set haben möchtet, sondern sagen wir mal, ihr möchtet nur diese Glasscheibe haben, die ich eben schon erwähnt hatte, dann habe ich hier unten eine kleine Steinenummer und die ist immer in den Anleitungen mit drin. Dann könnt ihr hier die Steinenummer eingeben, das ist die 625606. 625606. Das war das falsche Feld. Das macht ihr nämlich hier unten. Genau, 6, 2, doch, genau, passt auf jeden Fall. Dann einmal hier auf Suchen und schon habe ich mich anscheinend verschrieben. Ach, hier fehlt eine 0, genau. Also, da haben wir es. Also, hier ist dieser Frame, den ich auch eben gesucht habe. Und wenn ihr wirklich nur einen Stein aus diesem Set haben möchtet, nehmt ihr einfach genau die Nummer. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, was für coole Teile hier eigentlich online sind und ihr eigentlich gerne einfach mal schauen wolltet, was man eben Cooles bekommen kann, weil ich habe ja gleich hier auch ein Päckchen, da gucken wir mal rein, was für schöne Steine eben momentan online sind. Gibt es allerdings noch eine Möglichkeit dazu, ohne jetzt auf euren Lieblings-YouTuber vertrauen zu müssen, sondern ihr geht einmal zu Stone Wars. Und zwar Stone Wars, da einfach mal Stone Wars Steine und Teile bei Google eingeben. Und dann haben die nämlich immer einen Artikel, den sie rausbringen, jeden Monat neu.
Und hier haben wir auch August zum Beispiel gerade das neueste. Da sind eben alle Steine drin, die jetzt gerade frisch auf Steine und Teile erschienen sind. Kann man sich einfach durchschauen, habe ich hier sogar die Teilenummern und Designnummern mit drin. Das heißt, die einfach rauskopieren, hier einsetzen. Sagen wir, ihr möchtet jetzt gerne dieses coole Haarteil haben oder so, weil das eben schick ist. Einfach die Nummer kopieren, dann bei Steine und Teile hier unten eingeben und schon findet ihr genau das gesuchte Teil. Hier kostet es in jedem Fall jetzt 2,01 €. Der Steinepreis ist jetzt hier auch mit drin bei Staunhaus. Und da sind wirklich, wirklich schöne Steine mit drin. Da habe ich die letzten Monate dann auch schon abgeklappert. Manchmal ist das ein oder andere Teil dann schon weg, wenn man schaut. Aber die meisten sind eben noch da. Und das finde ich persönlich ziemlich klasse. Also da habe ich auch sehr viel reingeschaut, habe eben schöne Steine gefunden. Kann ich das gerne unten auch verlinken, dann in August-Artikel, den ich hier auch gerade zeige. Dann findet man hier unten tatsächlich dann auch die Weiterleitung zu Juni und Juli, weil da eben noch ganz, ganz viele andere weitere Teile zu finden sind. So, und nachdem wir jetzt geklärt haben, wie das Ganze eigentlich funktioniert, würde ich sagen, wir klappen den PC einmal zu und machen uns drauf und dran, das kleine Päckchen zu öffnen, auf was ich mich schon so dolle freue, weil das hier schon ein paar Tage liegt und da sind eben wirklich, wirklich coole Steine drin. Also, fangen wir an. Die Steine habe ich in dem Fall mit einem Kumpel zusammen bestellt. Das heißt, in dem Paket sind nicht nur Steine für mich, sondern eben auch Steine für ihn. Und hier ist immer ganz viel Kleber mit drin. Oh, ups, jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Na egal. Hier geht's schon auf. Okay, sehr schön. Also, hier holen wir jetzt mal die Teile raus und ich muss... Oh, hier ist es genau wieder so. Ich wollte gerade sagen, bei manchen ist es so, bei manchen Päckchen, dass eben alle Steine in einen Beutel geworfen werden. Ich persönlich finde das immer nicht so cool. Hier ist noch die Rechnung drin, die lasse ich jetzt mal weg. Ich finde es immer nicht so cool, weil dann werden manchmal Steine zerkratzt. Aber wenn eben Steine zerkratzt ankommen, kann man eben auch sagen, hey Lego, ihr habt das blöd verpackt, bitte schickt mir mal ein neues Teil dazu. Wenn es eben so ein Tile ist oder so eine Fliese, dann ist das eben nicht schön, wenn da ein kleiner Kratzer drauf ist. Aber bei den meisten Teilen geht das immer gut und deswegen hier schauen wir jetzt mal rein. Ich habe wirklich tolle Steine gefunden und ich bin wirklich stolz drauf, was hier alles mit drin ist und wie gesagt, mein Kumpel hat eben dann auch was mitbestellt. Ich will das, ich weiß gar nicht, wie ich hier anfangen soll. Ich beginne einfach mal mit dem Ding und das Teil hier, das war relativ neu. Das, ich weiß gar nicht, aus welchem Set das stammt. Das sind ein paar Buchstaben, einfach so eine Tüte drin. Ich glaube, das hat 1,20 € gekostet oder 1,30 €, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe auf jeden Fall 15 Stück davon mitgenommen, ein Teil davon für mich, ein Teil davon für meinen Vater und ein Teil davon für meinen Kumpel eben. Die sind jetzt alle hier mit drin. Ich lege die mal hier zur Seite, weil die kann man am einfachsten hier rausnehmen. Und dann können wir uns den nächsten Steinen widmen. Die auf jeden Fall kann ich auch empfehlen, die sind ganz nett. Da sind eben zum ersten Mal wieder geprintete Buchstaben mit drin, seit dem Visitenkartenhalter. Und der ist ja mittlerweile leider auch unbezahlbar. Ein Teil, auf was ich mich auch mit am meisten gefreut habe, ist das kleine Ding hier. Und zwar ist das eine runde Fliese, beziehungsweise so eine Quarter-Fliese in 3x3. Und das ist tatsächlich eine Größe, die wir bis jetzt noch nie gehabt haben. Die hier gab es schon, die 1x1er, 2x2er und 4x4er. Aber die 3x3er, die existierte bis jetzt noch nicht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es die gibt. Weil jetzt kann man auch Sachen wie das Dots-Logo zum Beispiel nachbauen. Und ja, das fehlte bisher. Das finde ich jetzt sehr, sehr klasse. Von manchen Dingen sind hier auch doppelte und dreifache Sachen drin. Ich kippe das Ganze jetzt einfach mal aus. Hier hinten seht ihr schon eine weitere von diesen Fliesen. Ich habe halt ein paar davon bestellt, weil ich die echt cool finde. Die Farbe war mir in dem Fall tatsächlich egal. Das hier hat mein Kumpel mitbestellt, der, uppala, da rollt schon was weg. Der hat irgendwie dann was vorgehabt damit mit den Steinen, der wollte dann irgendwie damit was bauen. Genauso mit solchen Sachen, die sind jetzt passen eigentlich nicht in die Runde, aber es war eben was, wenn ich sowieso bestelle, dann nimmt er das dann eben auch mit. Sachen wie die hier sind cool, in Gold, nämlich die 3x4 Minifigurenplatten, die jetzt normalerweise nur bei Harry Potter mit drin sind, genau wie die liebe Hedwig. Die es jetzt auch in Gold online gab. Generell die goldenen Sachen waren, da waren einige von da. Ich glaube auch Hosen oder so waren da. Haben hier noch die goldenen Zauberstäbe. Solche Sachen sind einfach klasse und das finde ich immer toll, wenn eben sowas mit dabei ist. Und wir kommen jetzt auch noch zu weiteren Tieren. Wir haben ja Hedwig hier hinten gehabt und jetzt gibt es auch noch ein paar Affen, ein paar Löwen. Ich habe einfach ein paar nette Sachen mitgenommen. Wie gesagt, die kommen jetzt gerade aus Lego City. Da waren eben jetzt gerade diese Affen und Löwen mit dabei. Mich vor allem haben diese Schlangen fasziniert. Ich fand die klasse. Die gab es jetzt auch online. Ich weiß nicht, was die gekostet haben. Kann ich auch gleich nochmal eben kurz einen Überblick über die Rechnung geben. Die sind eben bedruckt. Und deswegen habe ich davon auch ein paar mehr mitgenommen, weil die eben doch irgendwie ganz nett waren. Und ich doch gerne welche davon in der Sammlung haben wollte. Die Teile hat, glaube ich, auch mein Kumpel mitgenommen. Ich bin mir nicht sicher. Genau wie die. Das sind bedruckte Teile und eben so eine coole Rundung. Ich habe die dann in dunkelrot mitgenommen. Da habe ich noch ein Bauprojekt mit vor, mit dem kleinen Teil. Eine Sache, die ich noch ziemlich schön fand, war so eine kleine Kette. Das war die hier. In blau, genau, in so transparent blau. Das ist bisher noch nicht so oft vorgekommen. Ich weiß gar nicht, wo das Ding herkommt, aber ich fand die nett. Ich mochte die und deswegen habe ich sie mitgenommen. Auch noch ein paar bedruckte Teile. Also
Ich weiß gar nicht, ob ich hier auf alles eingehen kann, was hier drin ist. Ich habe immer ein paar Zauberstäbe mitgenommen in allen möglichen verschiedenen Farben. Viele bedruckte Teile, viele Harry Potter Sachen, die hierbei sind, einfach weil es sie gab und weil die sonst auf Bricklink relativ teuer sind, in Anführungszeichen. Einfach nur, weil sie da waren und weil sie eben schick waren. Dann haben wir hier noch einen coolen Kopf von, ich bin mir gar nicht sicher, der sieht ein bisschen aus wie Din Djarin, aber Din Djarin hat halt keinen Kopf. Wir haben noch ein Torso dabei und noch ein Torso. Die beiden kommen, glaube ich, von Harry Potter. Da bin ich mir gar nicht so 100% sicher. Und eine Ratte haben wir hier unten noch, genau. Oh, und eine Sanduhr. Oh, es ist so schön. Ich habe das vor so langer Zeit bestellt, dass ich gar nicht mehr richtig weiß, was ich eigentlich bestellt habe. Hier ein weißes Schwert ist dabei von dem Hogwarts Chessboard. Die Sanduhr ist auch so ein kleines Mini-Highlight hier. Ich weiß nicht, das Ding ist einfach cool. Und da kommt's wieder. Ich bin aus Stone Wars gewesen und habe mir die Listen durchgeschaut, habe wirklich hunderte von Teilen durchgewühlt und habe geschaut, hey, welche davon gefallen mir eigentlich, welche möchte ich mitnehmen, welche lohnen sich zu dem Preis. Und gerade bei solchen Jacken, die habe ich gerne im Sortiment, falls ich mal irgendwo eine Minifigur für bauen muss und da gerade mal irgendwie eine Jacke brauche. Und das ist eben was Schönes, das sind jetzt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Teile, die eben sonst, na, ich sag mal, schwer zu bekommen sind. Nicht unmöglich, man kriegt sie natürlich auch auf Bricklink, aber sie sind eben schwieriger und manchmal eben auch teurer zu bekommen. Und damit kommen wir jetzt am Ende auch zu der großen Frage, lohnt sich eigentlich Steine und Teile? Und ihr seht schon, was ich hier alles mitgenommen habe und jetzt möchte ich eben auch nochmal die Rechnung mit hier rein zeigen. Ich muss mir eben gucken, dass ich hier nicht meine Adresse mit drauf zeige. Hier haben wir einmal das Übersichtsblatt, also hier sind die ganzen Steine, die enthalten sind. Hier haben wir dann die Seite Nummer 2 und ihr seht hier unten schon den Gesamtbetrag von allen Steinen, die hier mit drin sind. Und dann gucken wir uns den Haufen nochmal an. Das ist ganz schön wenig. Aber man muss dazu natürlich sagen, es sind super viele spezielle Teile mit dabei. Eben super viele Teile, die auch mal 2 Euro kosten oder so. Und das ist doch mal, da kommt dann eben so ein Preis zustande. Ich habe ja eben schon gesagt, die Dinge hier alle 15 zusammen haben, glaube ich, 20 Euro oder 21 Euro gekostet. Da ist eben schon mal ein Teil von dieser Rechnung komplett mit drin. Ob sich das Ganze also lohnt, kommt sehr drauf an. Wenn ihr jetzt entscheiden müsst zwischen Steine und Teile und Bricklink, würde ich wirklich sagen, nehmt die doppelte Arbeit und haut das in beide Warenkörbe einmal rein, weil auf was ihr achten müsst, ist, dass der Steine- und Teile-Service natürlich ein einziger Shop ist. Das heißt, ihr bestellt nur ein einziges Mal, zahlt einmal Versandkasten und ihr seid fertig. Wenn ich versucht hätte, diese ganze Masse bei irgendwelchen Shops in Deutschland oder in Europa zu kaufen auf Bricklink, dann hätte es wahrscheinlich 5 oder 6 Shops gekostet und dann eben auch 5 oder 6 Mal Versandkosten und ich wäre am Ende wahrscheinlich sogar noch über die Zahl von 89,70 € gekommen. Und deswegen ist das immer schön, dann sowas komplett auf Steine und Teile bekommen zu können, eben wenn man gerade ein Bauprojekt hat und sagt, okay, ja, die Steine sind jetzt hier ein bisschen teurer, aber dafür spare ich eben 3-mal Versandkosten, das ist eben was Tolles. Und ja, da würde ich dann immer Steine und Teile empfehlen. In anderen Fällen kann es eben aber auch sein, dass es einen Bricklink-Shop gibt, wo es die Dinger eben günstig gibt oder die Steine eben alle zusammen günstig zu bekommen gibt. Da würde ich wirklich einfach mal nachschauen auf Bricklink. Ihr könnt euch eine Wanted-List erstellen und dann schauen, wie viele Shops ihr braucht, um eben diese Wanted-List zu erfüllen. Mich auf jeden Fall freut das immer sehr, gerade die exklusiven Teile zu bekommen. Manchmal kriegt man eben da auch Sachen, die noch nie in Sets erschienen sind. Guckt euch da auch gerne das Video hier oben an. Ansonsten schreibt mir gerne mal rein, was ihr von dem Lego Steine und Teile Service haltet und ob ihr da auch schon mal bestellt habt oder ob ihr das jetzt auch mal ausprobieren möchtet. Schreibt mir das gerne unten rein, würde mich mal sehr interessieren. Und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.